Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Teil unserer Crusader Kings 3 Serie, ihr Lieben. Und naja, wir haben zuletzt angefangen hier die spanische Halbinsel zu erobern. Dabei sind wir beinahe zu spät zum Kampf gekommen, man kennt es. Und sind jetzt gerade dabei, hier die ersten Settlements zu erobern. Wobei wir zum ersten Mal seit langer, langer Zeit mal wieder das Symbol bekommen, dass wir nicht stark genug sind für die Belagerung. Wir haben ja die Bombarden als nächstes in Auftrag gegeben. Und das sollten wir dann auch schnellstmöglich durchziehen. Jetzt erstmal gucken, was hier, wie lange das noch dauert. Auf jeden Fall zu lange, meinem Empfinden. Erste Belagerung gewonnen. Und dann, die belagern nichts, ne? Ist auch interessant. Auch eine interessante Strategie, noch nie gesehen. Dass die sich einfach nur aufstellen. So, und dann warten wir jetzt mal, dass wir hier genüsslich alles wegsnacken können. Was passiert? Gierig. Nie verkehrt. Höfling. Wie süß, aber nein. Und wir nehmen Überfallkommandos. So. Dann erobern wir mal eben noch hier die nächste Geschichte. Es fehlt noch eine Grafschaft. Zynisch. Fehlt noch genau eine Grafschaft, die wir erobern müssen, um dann schlussendlich zu gewinnen. Das könnte knapp werden. So, doch noch geschafft. Sehr schön. Da sieht doch die spanische Halbinsel mal viel, viel angenehmer aus. So gefällt uns das. Ein Schatten über Urania. Ruf den Arzt. Wir haben ja einen sehr, sehr guten. Hoffentlich auch geholt. Schauen wir mal, ob der uns helfen kann. Erfolg oder Misserfolg? Erfolg. Sehr schön. So, wir schauen mal ganz kurz. Wir haben ja gar keinen. Ach stimmt, wir haben gar keinen. Wir haben ja gar keinen. Ja, nur 57.000 Truppen. Wir hätten eigentlich auch noch, ich weiß gar nicht, geht's schon wieder? Jetzt gucken, nee, erst abends 12:67. Diese eine Tradition, dass man unendlich Kriege führen kann aufgrund von religiösen Missständen, also dass man quasi dadurch, dass die eine andere Religion haben, als man selber die ganze Zeit angreifen kann, das ist schon mächtig, ne? Das ist sehr mächtig. Das wollen wir auf jeden Fall. Das wäre krass. Könnte ich hier Königreich für Königreich wegholen? Heftig. Königreiche hier wegzuholen, die so nichtssagend sind, ist eigentlich auch irgendwie doof, aber. Er ist. Ach krass. Ach krass. Sie
ist aus dem Hause Kentrigos. Und der Haupterbe ist zwar aus einem anderen Haus, aber ist Mitglied meiner Familie. Das ist ja auch krass, ne? Ehescheidung wird nicht erlaubt. So. Angeguckt, das geht nicht so gut. Hier. Ah. Da. Wirklich. Das ist hier. Auch nicht so richtig spannend, ne? Mit ihm. Einen spannenden Anspruch leider. Und ansonsten. Oh. Auch nicht so spannend. Ich bräuchte mal geilere Ansprüche. Geilere Ansprüche wären schon echt nice. Schlecht. Schlecht. Auch gar nichts. Boah. Ansprüche sind echt ganz, ganz schlecht. Was ist hier? Können wir hier Ansprüche? Haben wir gar keine Ansprüche. Grafschaft. 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 Nicht spannend, nicht spannend, leider. Coolen Ansprüche sind alle weg. Er mag uns halt auch, weil wir natürlich, klar, seine Frau ist aus meinem Haus. Also wäre ja blöd, wenn das nicht der Fall wäre. Eine katzenhafte Jägerin. Ich glaube, Grund dafür, warum wir manchen Tagen weniger Ratten haben als andere, verkündet mein Vasall fröhlichen Tritt beiseite. Blick immer. Der seine. Eine sehr übellaunige Katze hält. Ich würde sagen, das hier ist eine richtig erfolgreiche Rattenjägerin. Will sie nicht, danke. Ich würde mir aber sehr gut vorstellen, dass tatsächlich irgendwann sogar jemand vielleicht hier aus der Umgebung einfach Navarra angreift, weil so stark sind die halt nicht mehr, ne? Nicht zusammenliegend. Ein paar Grafschaften mehr ist es nicht. Könnten noch eine Legende in Auftrag geben, aber brauchen wir eigentlich auch nicht wirklich. Hilft uns gerade nicht so richtig. Rüstung haben wir. Ja. So, kriegst
Völker können wir immer noch stationieren. Dann machen wir das. Was sind die hier eigentlich? Warum wollen die? Süß. Hier gibt es einen Aufstand. Bin ja mal gespannt. Sind dabei, ihn zu verlieren, auf jeden Fall. Ist außer Kontrolle. Sie knüpfen uns auf, setzen uns zu. Eine Bäuerin von Unruhen in der Region. Da machen wir erhöhte Präsenz. Monument haben wir schon mal gehabt. Sonderbehandlung. Der sture Despot beehrt uns mit einer Anwesenheit. Wir Katholiken beten genauso Gott an wie er auch. Ne, die sollen mal zu unserer Religion konvertieren, was sie dann mit auch tun. Die Aufständischen haben 73.000 Truppen. Das ist aber auch heftig, ne? Vor allen Dingen, so schlecht sind die Truppen gar nicht. Heftig. Also ist das die Ausbaustufe, die wir vom mongolischen Imperium sehen und das auch das Maximum ist, was sie erreichen. Das könnte durchaus der Fall sein. Wir haben sie gestoppt hier an der Westfront in dem Sinne. Nach Westen hin auch hier mit den kleineren aktuell keine großen Kriege. Deswegen natürlich die Frage, was geht hier noch fürs mongolische Imperium? Werden sie nochmal zu alter Stärke zurückfinden? Den Aufstand haben sie mal niedergeschlagen. Das hat funktioniert. Trotzdem halten sie nur 60.000 Truppen. Da haben sie ein paar Verbündete noch, ne? Damit kommen sie vielleicht auf 80, aber that's it. Das ist ja nun auch nicht die Welt. Trotzdem wird uns der Krieg erklärt. Okay. Was wollen sie denn? Die wollen das Königreich hier. Okay. Total unspektakulär für mich. Wir werden natürlich unsere Armee ausrufen. Dann werden wir unseren Kriegerorden ausrufen. Bei falscher Glaube. Dann werden wir unsere Verbündeten rufen, natürlich. Was wir ja auch kostenlos tun können. So, und dann könnte ich theoretisch noch rufen, aber das kostet Bekanntheit und das sehe ich so richtig. Unsere Halbschwester kann heiraten. Silberner Arm braucht einen Nachfolger. Nein. Ich habe eurem Streit mit Kosk gehört. Höchst verachtenswerte, dreiste Ausrede für einen Mann angesichts unseres. Mal bin ich mir sicher, dass wir gut miteinander auskommen werden.
So. Noch sehen wir keine Truppen am Horizont. Noch haben wir keine Meldung über Belagerungen an irgendeiner Front, an irgendeinem Ort. Es könnte natürlich wieder sein, dass hier angegriffen wird. Nördlicher macht es, glaube ich, keinen Sinn und südlicher eigentlich auch nicht. Der erste Ort, den man jetzt so angreifen würde, wenn man den attackieren möchte. Die einfach hier so eine Mauer ist, ne? Es ist doch nicht die chinesische Mauer, oder? Quatsch, oder? Nee, doch, könnte sein. Oder? Indien. Doch. Der Anfang der chinesischen Mauer. Oh no. Aber nee, oder? Nee. Nee, das ist eigentlich viel zu weit östlich. Also viel zu weit westlich, sorry. Nicht östlich, westlich. Das glaube ich mal nicht. Aber egal. So. Schauen wir mal. So, genau in der Mitte gespalten und jetzt warten wir auf die Gegner, die natürlich hier auch gerne herkommen und auch helfen, den Kampf am Leben zu lassen, und wir werden dabei den ein oder anderen gerne killen. Großer erster Sieg für uns. Und wir nehmen mal random irgendwas ein, um einfach auch so ein bisschen Gebietsgewinn zu haben. Müssten wir nicht haben, weil sie müssten eigentlich uns erstmal irgendwas wegnehmen, damit sie überhaupt ein Anrecht haben aufs Königreich, aber fürs Gewissen. Nehmen wir jetzt hier schon mal eine Station ein. Auch um ihre Wege klein zu halten, ne? Weil sie können natürlich dadurch nicht.
Und da haben dann das Problem, dass sie in gewissen Teilen eben auch keine Unterstützung bekommen, also keine Versorgung der Truppen haben. Es wäre ein zu großer Kampf oder eine zu große Breite, wenn wir in dem Sinne versuchen würden, jetzt überall da die auf breiter Flur da irgendwie zu besiegen. Das wird nicht funktionieren. Das ist aber auch ein großer Grund, warum wir. Alles okay. Jetzt nicht noch weiter reinrennen, weil das macht halt keinen Sinn, ne? So, wieder gewonnen. Und wir bekommen, was bekommen wir denn? Wir bekommen 2700 Gold. Wir bekommen sehr viel Ruhm. Und ja, der Gegner, die nächste Schmach. Der zweite Versuch. Mittlerweile. Uns irgendwo gefährlich zu werden. Das zweite Mal wehren wir an den Toren ab. Interessant auch, dass sie aktuell Krieg führen, auch noch gegen zwei weitere. Also hier irgendwo da hinten führen sie Krieg. Und dann gibt es auch noch einen weiteren Krieg intern, glaube ich, wieder, wo sie sich verteidigen, wo es gerade nicht so gut aussieht. Aber gut, sie haben auch gerade die Truppen gebunden gehabt an der Westfront. Und natürlich auch klar, dass jetzt mehr dann gerade denken, wir können hier vielleicht was erreichen. Der Waffenstillstand hält trotzdem nur weiterhin 5 Jahre an. Was aber auch okay ist. Wir brauchen eigentlich nicht mehr. Und hier werden wir wieder in den Krieg gerufen. Gar nicht. Was ist denn das da überhaupt immer? Hier. Estland greift an. Und süß irgendwie. Wir waren auch mal so klein, das darf man nicht vergessen. Sollen wir mal Anspruchsteller einladen? Vielleicht haben wir dann irgendwie noch mal ein bisschen mehr davon. Lad mal welche ein. Aktuell haben wir unattraktiv. Sehr unattraktiv. Hoffe mal, dass wir dann noch das ein oder andere an coolen Anspruchstellern bekommen. Müssen wir mal gucken. Also sie ist eingetroffen. Rekrutieren. So, und jetzt können wir einmal gucken. Ist. So, sie hat einen Anspruch auf das Malikat Navara. Wenn ich ihr jetzt. Weiß ich nur nicht, wie lange das dauert, bis ich das durchsetzen kann. Da muss sie den erst durchsetzen, damit wir den durchsetzen können. Ich weiß es nicht ganz genau. Aber das. Sollten wir auf jeden Fall im Blick behalten. Aber wir haben sie jetzt nicht hier als Möglichkeit, ne? Obwohl sie ja jetzt anscheinend einen Anspruch drauf hat. Aber klar, sie ist halt auch, muss man dazu sagen, sie ist halt eine Frau. Und das kann schon ein Nachteil sein, auch sie. Selbst wenn wir sie rekrutieren, die haben meistens keinen. In dem Sinne durchsetzbaren Anspruch, weil die meisten Frauen sind. Und die Frauen, so ist das hier leider in der Erbfolge nun mal so, werden das dann nicht bekommen, selbst wenn wir es für sie durchsetzen. Und deswegen können wir hier auch nicht, deswegen sehen wir jetzt auch nicht, dass hier irgendwo eine Frau zum Beispiel ist, ne? Bei den Anspruchstellern. Das ist
dann schon immer ein bisschen blöd. Und wenn wir dann hier so einen bekommen, sorry, aber dann ist es halt eine Grafschaft und nicht ein Königreich, was wir eigentlich brauchen würden. Hier haben wir noch einen 100er Gold Gefangenen. So. Oh, unsere Auszeichnung ist leider nicht mehr da. Herakios 15. Schade, dass die kaputt gegangen ist. Und dann haben wir noch Agali 15. Also finde ich schwer, einen Überblick zu behalten. Gerade bei so vielen Meldungen. Das ist etwas, wo man sagt, muss das denn unbedingt sein? Das könnte man also aus meiner Sicht ein bisschen schöner lösen. So, jetzt gucken wir mal. Wir haben noch das Thema Verschlagenheit, was wir noch ein bisschen mehr pushen könnten. Oder wir machen goldene Legende. Machen wir einfach mal. So. Wir haben ja schon eine goldene Legende, das darf man ja auch nicht vergessen. Dementsprechend haben wir den Titel sofort erhalten, ne? Glaube ich, oder? Dachte, den kriegen wir sofort. Aber nicht bekommen. Naja. So, wie sieht es denn an unserem Hof aus? Wir rekrutieren mal ein paar. In Rom haben wir gebaut. Gucken wir mal weiter. Bam. Jerusalem. Mal richtig teuer gebaut, aber lohnt sich langfristig natürlich für die Kampagne. Wir haben fast 200 Gold plus. Das ist schon sehr, sehr gut. Und fast 180.000 Truppen. Auch das ist mega. Das Mongolische Reich kämpft an vielen Fronten. An einigen gewinnt es, an manchen verliert es. Hier ist es weiterhin am Verlieren. Gibt es hier noch einen zweiten Krieg, einen dritten Krieg, einen vierten Krieg, aber der wahre Feind jedes Soldaten ist die Selbstgefälligkeit, mahnt mein Vasall. Wir könnten die Tore gegen Holzplanken austauschen und die Pfeile in den Köchern der Truppen abstumpfen, fährt er fort. Eine gute Idee. Weil es gibt hier schon wieder, ne? Es gibt einen Religionskrieg. Schau mal, ne? Ein Religionskrieg auf eine Grafschaft. Bei uns. Echt? Bin die Kampf gegen uns? Warte mal. Das geht ja gar nicht. Ach, das ist der Angreifer. Krass. Ja, auch nicht schlecht. Einer bei mir greift quasi die gerade an hier. Alle Männer! Sehr gut. Voll.
So, dann machen wir Härte erdulden. Auch krass. Also das mongolische Imperium hat es gerade nicht leicht. Kämpfen jetzt hier sogar gegen uns, quasi indirekt um diese Grafschaft. Verlieren also, wenn schlecht läuft, kleine Teile ihres Reiches an unser Reich. Das wäre doch mal was. Aber an der Stelle, ihr Lieben, machen wir das nächste Mal weiter. Wie immer war es mir eine Freude. Wir haben das ein oder andere noch vorangetrieben, sind wieder mal angegriffen worden, aber auch den zweiten Angriff, auch nachdem Genghis Khan bereits abgetreten ist von seinem Sohn, abwehren können und gesehen, dass sein Sohn wiederum eigentlich ein Mitglied meiner Familie ist. Also es ist schon ganz interessant. Wir sehen uns im nächsten Teil. Bis dahin, euer Kenzrigo. Ciao, ciao.